Pro Woche überwachen Schwester Christa und ihre Kollegen ihre schlafenden Patienten. Unter einfachen Schlafstörungen leiden die schon lange nicht mehr. Diese Menschen haben das Schlafapnoe-Syndrom. Das bedeutet lange Atemaussetzer während des Schlafs. Also so sieht's normal aus. Also ein normaler Luftfluss über die Nase, Rachenbereich, Luftröhre Richtung Lunge. Also das ist ein normaler Atemfluss bei freien Atemwegen. Bei der Schlafapnoe haben wir eben hier eine Engstelle. Es kann komplett verschlossen sein oder inkomplett verschlossen sein. Also das heißt, die Luft geht hier nicht mehr durch. Das Zwerchfell saugt Luft an und oben der Rachenbereich ist verschlossen und ist so lange verschlossen, bis der Körper eben aufwacht und damit explosionsartig die Muskulatur wieder Spannung kriegt und dann wieder Luft durchgeht. Das geht die ganze Nacht so. Die Patienten schlafen ein, bekommen keine Luft mehr, der Atem setzt teilweise sogar 1,5 Minuten aus. Der Körper reagiert und weckt den Schlafenden auf. Meistens sind die Patienten tagsüber einfach nur müde. Ihre Atemaussätze bekommen sie oft aber gar nicht bewusst mit. Also das Hauptsymptom ist eigentlich das Schnarchen. Das ist das, was der Partner meistens wahrnimmt. Und das zweite Leitsymptom ist eigentlich Tagesmüdigkeit, also unerholsamer Schlaf und Einschlafneigung am Tage. Das sind so unsere Hauptsymptome. Teilweise werden aber Patienten auch über einen Kardiologen eben akquiriert, in dem Moment, wo man feststellt, dass der Blutdruck schwer einstellbar ist und dass es einfach Blutdruckprobleme da sind und mit die dann häufig auf nächtliche Atemstörungen zurückführen kann. 5% aller Männer über 30 leiden vermutlich an Schlafapnoe. Die Dunkelziffer ist groß. Aber auch Frauen sind betroffen, wie auch Barbara Butzmann. Ich habe seit ca. 20 Jahren enorme Schlafstörungen. Habe da eigentlich auch schon sehr viele Medikamente ausprobiert und was man halt so alles einem vorschlägt. Und es gab einfach keine Hilfe. Ich bin in der Nacht so ca. 20 bis 25 Mal aufgewacht. Und das ist eigentlich immer schlechter geworden. Und dann war ich letztes Jahr mit meiner Schwester auf Wellness im gleichen Zimmer und da sagte ich, sie hatte Angst, dass ich ersticke. Ersticken kann an den Atemaussetzern niemand. Das Alarmsystem des eigenen Körpers weckt den Patienten immer auf. Ohne Behandlung sind die Risiken, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen, aber erhöht. Deshalb hat sich auch Barbara Butzmann in Weißenhorn behandeln lassen. Wir haben insgesamt so circa 20 Messsensoren, die am Patienten dran sind. Das geht los mit Hirnstrommessungen, Messungen der Augenbewegungen, die man für den Schlaf eben für die Schlafbeurteilung braucht, Messungen der Kinnbewegungen, Beinbewegungen, EKG, Sauerstoffsättigung, Oberkörper-Bauchbewegung und eine Atemflussmessung. Und zusätzlich kommt dann eben die Überwachung durch ein Mikrofon und dann eben nur durch eine Videokamera mit Infrarot. Das heißt, man kann den Patienten dann sowohl optisch als auch durch die Sensorik eben überwachen. Wenn bei einem Patienten Schlafapnoe diagnostiziert wird, dann bekommt er eine Atemmaske, die er immer zum Schlafen tragen sollte. Und auch wenn das vielleicht etwas komisch aussieht, es wirkt. Also das Prinzip von dieser Maske ist eben Druck, den ich auf diesen Bereich aufbringe. Durch einen leichten Überdruck wird letztendlich der Rachen, der Zungengrund nach vorne gehalten und damit kann das Zwerchfell in dem Moment, wo es Luft ansaugt, geht die Luft wieder durch. Viele sagen vielleicht, ja, es sieht blöd aus oder so. Klar, du hast ja dein Gerät nicht beim Bett stehen, es ist der Schlauch, es ist die Maske. Aber das ist, wenn man schlafen kann, das ist kein Problem. Also ich denke einfach, ich habe es vorher der Schwester schon erzählt, das ist für mich wie wenn ich Zähne putze oder Schlafanzug anziehe. So setze ich halt abends jetzt meine Maske auf und schalte das Gerät ein und dann läuft es. Im Schlaflabor in Weißenhorn werden natürlich auch andere Patienten behandelt. Über 90% kommen aber wegen Schlafapnoe und gehen ausgeruht wieder in den Alltag.